Video von mir, um genauer zu sein, zu einem neuen Vlog von mir. Wer hätte das gedacht? Heute ist es mal wieder soweit. In meinem vorletzten Video habe ich euch erzählt, dass ich die Pille abgesetzt habe. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch nochmal am Ende dieses Videos. Da erfahrt ihr wieso, weshalb, warum und auch seit wann ich die Pille nicht mehr nehme. Also schaut da unbedingt vorbei. So Mädels, und jetzt wird es ja interessant. Dadurch, dass ich PCO habe, wenn ihr mir länger schon folgt, wisst ihr das auch. Und für alle anderen, scrollt euch einfach durch meine Videos durch, da erkläre ich euch alles. Dadurch ist es ja ein bisschen spannender, weil ich sehr, sehr unregelmäßige Zyklen habe, wenn ich die Pille nicht nehme. Und weil ich auch schauen muss, ob ich überhaupt Eisprünge habe. Das ist ja bei PCO auch immer so eine Sache. Und deshalb hatte ich euch gefragt, ob ihr Lust auf regelmäßige Zyklus-Updates habt. Und da habt ihr gesagt, ja, ja, unbedingt. Und deshalb machen wir das heute. Was auch noch ganz passend ist, dass ich heute zum Frauenarzt gehe, um einfach mal zu schauen, ob da untenrum noch alles tüffig ist. Ob sich vielleicht schon Eier bilden. Also in dem Sinne, dass es vielleicht auch schon Leitfolliker gibt oder dass ich vielleicht irgendeinen Eisprung andeuten würde in der Zukunft. Ob sich die Schleimhaut aufbaut, mir soll Blut abgenommen werden, um mal zu gucken, ob die Hormone alle stimmen. Und da dachte ich mir, da könnte ich euch ja vielleicht auch mitnehmen. Wenn ihr mich also zum Frauenarzt begleiten möchtet und auch Lust auf das Zyklus-Update habt, dann bleibt gerne dran. Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen auf die Couch verkrümelt, weil ich bin immer noch ganz schön angeschlagen. Und irgendwie merke ich das nachmittags dann immer, dass so mein Energielevel so boop, 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 boop nach unten geht. Und weil das so ist, werde ich euch wirklich nur heute Nachmittag mitnehmen, weil ich einfach, ich kann heute nicht von morgens bis abends filmen, das funktioniert nicht. Deshalb nehme ich euch jetzt nur heute Nachmittag mit und versuche euch wirklich auch beim Frauenarzt mitzunehmen und vielleicht auch mal den Ultraschall mitzufilmen. Ich dachte mir, dass es vielleicht ganz interessant sein könnte, mal zu gucken, wie sieht PCO so im Ultraschall aus. Dann müssen wir mal schauen. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ob das PCO jetzt schon voll wieder ausgebildet ist, weil ich nehme die Pille jetzt seit circa 16 Tagen nicht mehr. Das hört ungefähr hin. Also ich bin heute Zyklustag 13. Also ich habe am ersten Tag der Regel wieder angefangen zu zählen und davor hatte ich ja die Pille abgesetzt und hat es 2-3 Tage gedauert, bis ich schwanger wurde, genau. Bis ich dann meine Blutung bekommen habe und seitdem zähle ich wieder. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass man schon ein bisschen was im Ultraschall sieht. Ich habe bei weitem keinen Vorbildzyklus hier von 28 Tagen, wo man an Zyklustag 14 einen Eisprung hat, ne? Davon kann ich mich schon mal verabschieden. Ich weiß, als ich mit Max schwanger wurde, hatte ich den an circa an Tag 19, 20 ungefähr. Aber ich dachte mir, wenn heute Zyklustag 13 wirklich ist und ich richtig gezählt habe, dann könnte man ja vielleicht schon mal sehen, ob da zumindest irgendwas wächst. Ob es vielleicht auch ein Leitfolikel gibt oder so, ob sich die Schleimhaut schon wieder gut aufbaut, ob da einfach irgendwas unten passiert. Wir sind zwar, und das möchte ich auch nochmal betonen, weil es immer viele fragen, wir sind noch nicht aktiv am Hübbeln. Mein Kinderwunsch ist da in meinem Kopf, aber wir versuchen noch nicht ein Baby zu bekommen. Die Pille habe ich aus anderen Gründen abgesetzt, habe ich euch ja auch im Video erzählt. Trotzdem wäre es ja einfach toll, wenn man sehen würde, es funktioniert schon wieder alles. Und wisst ihr was? Ich finde heute keine Position, die ich bequem finde, weil ich irgendwie so schlapp bin, dass ich nicht weiß, wie ich die Kamera halten soll. Jetzt versuchen wir es mal so. Wo wir jetzt hier gerade so eingekuschelt sitzen oder liegen, jetzt in meinem Fall, dachte ich mir, kann ich euch auch mal erzählen, wie es mir grundsätzlich geht. Ich habe die Pille jetzt ja, wie gesagt, seit 16 Tagen abgesetzt. Und es tut sich schon was. Es ist unglaublich, das hätte ich nicht gedacht, weil es ja doch immer ein bisschen dauert, bis die Pille so abgebaut ist im Körper. Das kann ja monatelang dauern. Aber ich merke schon, dass ich nochmal emotionaler geworden bin. Und das ist ja eigentlich kaum zu glauben und kaum zu fassen, weil ich durch die Geburt von Max ja schon so emotional bin und bei jedem ein bisschen Pipi in den Augen habe. Aber jetzt ist das nochmal extremer geworden. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin sowas von nah am Wasser gebaut gerade und so feinfühlig. Also ich hoffe, dass sich das nochmal wieder ein bisschen bessert. Was ich aber sagen kann, ne, ist die körperliche Ebene. Und deshalb bin ich auch froh, dass ich jetzt nachher zum Frauenarzt gehe. Ich habe das Gefühl, es arbeitet untenrum wieder was. Während der Pillzeit habe ich da irgendwie nie so richtig was gespürt, kann ich schon sagen. Aber jetzt, wenn ich einen Eisprung diesen Zyklus haben sollte, glaube ich, ist er sogar links. Weil ich merke mindestens einmal täglich, dass links es einfach zieht, dass da was im Eierstock passiert. Ich weiß ja inzwischen, wo meine Eierstöcke sind, beziehungsweise ich fühle sie einfach und da passiert einfach irgendwas, habe ich das Gefühl. Und ich hoffe, dass ich da wirklich auch richtig liege, dass mein Instinkt mich da nicht täuscht. Also es wird spannend, Mädels. Ich bin selber sehr, sehr hibbelig, sehr, sehr aufgeregt, aber ich freue mich auch
Und ihr dürft dabei sein. Jetzt habe ich mich doch mal von meinem Sofa aufgerafft und bin mit euch ins Schlafzimmer gegangen, denn ich wollte euch gleich noch was zeigen. Ich habe wieder zwei tolle, coole Teile von Shein zugeschickt bekommen. Ich habe übrigens einen neuen Spiegel. Den habe ich mir jetzt hier fürs Schlafzimmer gekauft. Ich bin ja ganz verlorft, ne? Weil jetzt kann ich endlich wieder ordentliche Instagram-Bilder machen. Auf dem Flur war das ja echt immer so ein... Das war nicht so schön. Und jetzt seht ihr auch mal, dass ich doch noch ein bisschen breiter bin. Seht ihr? Also der Spiegel ist schon schmal. Und hier könnte man auch denken, ich bin schwanger. Bin ich aber nicht. So, jetzt schweife ich wieder ab. Ich wollte euch die zwei Teile zeigen. So, einmal habe ich mir bei Shein diese Tunika ausgesucht, beziehungsweise es ist ein Kleidchen. Das geht sogar selbst bei mir noch über den Hintern, obwohl ich ja relativ groß bin. Und das hat hier so tolle Bommeln dran. Das ist so ein Happy Look und das finde ich einfach so, so süß. Gerade auch in der Schwangerschaft. Hier ist so der Ausschnitt und blau-weiß gestreift ist sowieso mein Favorite. Aber wisst ihr was? Mir passt das Kleid nicht. Da passen meine Hupen nicht rein. Ich könnte heulen. Aber ich habe meine Schwester gefragt, ob sie die gerne haben möchte und die war auch gleich total verlorft. Und deshalb bekommt die Tunika. Ich verlinke sie euch natürlich unten in der Infobox, falls ihr sie nachshoppen möchtet. Und dann habe ich mir nochmal ein Kleid bestellt. Falls ihr meinen letzten Fashion Haul gesehen habt, da habe ich das schon in Rot, beziehungsweise in Rot gestreift. Und das ist blau gestreift, Off-Shoulder. Oh, es ist einfach so süß. Es ist so, so süß. Und das passt mir auch. Off-Shoulder-Shirts sind bei mir einfach, beziehungsweise es ist ein Kleid. Aber es fällt bei mir wieder relativ klein aus, sodass ich das wahrscheinlich zu einer Hotpants oder so tragen werde. Wenn ihr aber nicht gerade 1,78 groß seid, dann könnt ihr das auch locker als Kleid tragen. Und das ist einfach zuckersüß. Verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Seid mir jetzt bitte nicht böse für die Werbung. Ihr wisst, wie sehr ich Shein liebe. Ich habe ja auch nicht umsonst jetzt, ich glaube, viermal habe ich mit denen auf jeden Fall schon zusammengearbeitet. Und das mache ich einfach, weil die Sachen wirklich toll sind. Gerade jetzt im Sommer, oh, die haben so geile Sachen. Das ist unglaublich. Und ihr wisst ja, ich mache wirklich sehr, sehr wenige Kooperationen derzeit. Ich auch nur für die Leute Werbung machen möchte, die mir auch wirklich gefallen. Und Shein liebe ich einfach. Und deshalb schaut unbedingt vorbei. Ich verlinke es euch in der Infobox. Ihr könnt da wirklich für wenig Geld ganz, ganz tolle Sachen shoppen. So, und ich hau mich jetzt noch ein bisschen aufs Sofa, bevor es zum Arzt geht. Und dann seid ihr nachher wieder mit dabei. Ich bin jetzt beim Arzt angekommen. Ich muss gleich noch hochgehen, logischerweise. Oh, das war wieder eine sehr, sehr gehaltvolle Aussage von mir. Ich musste mich nochmal umziehen, weil ich mich schon wieder bedröppelt habe von oben bis unten. Man sollte nicht essen, wenn man so ein Trottel ist wie ich. Beziehungsweise man sollte nicht so Klamotten anziehen, wenn man so ein Trottel ist wie ich. Also ich bin, ihr seht, ich bin ein bisschen durch den Wind. Bis gleich. Sie ein bisschen warten, das Glas ist wohl so ein bisschen voll. Und man sieht so ein bisschen, man muss immer denken, nach Pillen absetzen ist es nicht gleich so die perfekte Situation. Mhm. Ja? Also man würde zum Beispiel normalerweise erwarten, dass die Schleimhaut, das ist ja das hier, ein bisschen mehr aufgebaut sein könnte. Mhm. Und das ist der Eierstock, aber gut, der hat so ein paar Zysten drauf. Also es ist schon ein bisschen zystisch, das stimmt, aber so ganz klassisch PCOS-Syndrom ist das auch nicht. Da würde man sehen, dass das mehr so kleiner ist. Ne? Okay. Also das ist zwar so ein bisschen... Und die Eierstöcke, die Frauen sind ja immer verschiedener, als man immer so denkt. Mhm. Also würde, könnte auch gut sein, dass es sowas nicht ist. Ne? Mhm. Und dann haben wir noch die andere Seite. Guck, und da ist nämlich schon, was total gegen PCOS-Syndrom spricht. Ein Ei. Ein Eibisschen. Ich also ein Ei nicht, das ist was anderes. Jetzt, ne? Linke Seite. Warum sagen die das so? Weil ich links schon die ganze Zeit so ein Gefühl habe, als wenn da vielleicht... Ja, das kann sein, dass das ein Eierstock so ein bisschen dehnt, ne? Mhm. Und das ist ja kurz vorm Springen, da ist das, ne? Ich werde verrückt. 1,5 cm. Also in 200 Tagen ist das gut. Mensch. Das... Perfekt. Ja, gut, das hätten wir jetzt erst also erwartet. Aber das sieht schon mal Pi mal Daumen gut aus. Können Sie auch nochmal aufnehmen, wenn Sie wollen? Mhm. Eibläschen bei PCO, können Sie dann das schreiben oder so? Super. Ich bin jetzt fertig und ihr seht es an meinem Gesicht, ich bin irgendwie sehr, sehr euphorisiert. Ich habe das ja versucht für euch mitzufilmen, also wenn, dann habt ihr es ja jetzt gesehen. Also ich muss das leider mit dem Handy filmen, weil ich jetzt auch nicht meine Kamera da rausholen wollte, aber man sieht ja trotzdem alles, was wichtig ist. Ja, es steht wirklich ein Eisprung bevor. Ich habe die Pille vor 16 Tagen abgesetzt. Und der Eisprung steht bevor. Also er hat gesagt, so circa 2-3 Tage noch und dann springt das Ei. Und ich habe euch ja vorhin gesagt, hoffe ich zumindest, dass ich das Gefühl habe, dass es links passiert, weil links sich irgendwas tut bei mir. Und er hat gesagt, links kommt ein Eisprung in 2-3 Tagen. Ich musste wirklich mega lange warten dieses Mal. Was heißt mega lange? Eine Stunde habe ich, glaube ich, gewartet. Aber ich war jetzt auch wirklich eine Stunde drin. Er ist so toll. Er kümmert sich so, so toll. Er hat sich alle meine Ängste angehört. Er hat alles nachgeguckt, also wirklich Ultraschall ordentlich gemacht. Er hat sich meine Brust auch nochmal angeguckt, so
sogar mit Ultraschall, weil er auch so einen Stand haben möchte. Ne? Wie sieht's aus? Weil ich habe ja auch relativ große Brüste, da muss man eh immer ein bisschen aufpassen. Hormonwerte wurden jetzt abgenommen, die bekomme ich aber erst nächste Woche, das sage ich euch dann. Und ja, wie ihr es vielleicht auch rausgehört habt, er geht gar nicht so unbedingt von dem PCO-Syndrom aus. Er konnte auch sehen, dass die Eierstöcke so ein bisschen zystisch aussehen, aber dadurch, dass meine Hormonwerte beim letzten Kinderwunsch eigentlich gar nicht schlecht waren, außer der TSH-Wert, und ich ja jetzt auch einen Eisprung bevorstehend habe, sieht es gar nicht so schlecht aus. Und es freut mich so, Mädels und Jungs, ich weiß ja nicht, ob auch Jungs das gucken oder ob es überhaupt jemand interessiert, aber ich bin so, oh, ich war da, also alleine die Tatsache, da wieder in diesem Raum zu sein und ja, ich war dann beim Blutabnehmen auch in dem Raum, wo früher bei Max ein CTG geschrieben wurde. Das ist irgendwie alles total aufregend und ich bin gerade einfach nur mega, mega glücklich. Er hat dann auch noch gesagt, in 2-3 Monaten soll ich nochmal wiederkommen. Dann schauen wir uns das nochmal an, wie es sich bis dahin entwickelt hat. Und ja, das halte ich auch für sinnvoll und das finde ich auch gut, dass er das so machen möchte. Ja, also ich bin, ich kann das gar nicht abwarten, das jetzt meinem Mann zu erzählen. Ich stehe jetzt aber jetzt hier noch auf dem Aldi-Parkplatz, weil ich noch ein paar Sachen einkaufen muss. Und dann werde ich meinem Mann das erzählen. Das ist so crazy. Das ist jetzt so, da kommen so alte Erinnerungen wieder hoch. Alleine die Tatsache, dass mein Körpergefühl so richtig war, ne? Dass ich das so gespürt habe, dass links wieder was vonstatten geht. Und dass er mir dann sagt, links hier haben wir ein Follikel, der jetzt, also ein Leitfollikel, so wie ich das ja auch gehofft habe. Das ist alleine cool, dass ich mich so auf meinen Körper verlassen kann. Ach Leute. Leute, das ist, also ich finde das einfach so schön. Ich gehe wirklich gerne zum Frauenarzt. Gerade dann, wenn sowas auch noch dabei rauskommt, dann finde ich es total toll. Auch, dass die Brust jetzt nochmal untersucht wurde, das gibt mir auch eine Sicherheit, weil man hat ja als Frau doch immer Angst, dass da was sein könnte. Und mit Ultraschall hat man da einfach nochmal mehr Sicherheit. Und ich habe mich einfach auch wieder so gut mit ihm unterhalten und er hat meine ganzen Ängste wieder so ernst genommen und ja, hat sich einfach alles angehört, hat sich für mich Zeit genommen und da warte ich dann gerne mal eine Stunde im Warteraum, wenn ich dafür dann eine Stunde bei der Behandlung sein kann, beziehungsweise eine Stunde wirklich sich nur um mich gekümmert wird. Leute, ich will euch jetzt auch wirklich nicht nerven mit meinem, ich bin so glücklich und ich bin so happy, aber wenn man weiß, dass im Körper nicht immer alles so optimal läuft und dann kriegt man so eine Nachricht, dann ist das einfach wunderschön und vielleicht ist es jetzt auch einfach so, dass die Schwangerschaft mein PCO verbessert hat, man weiß es ja alles nicht. Also ich werde euch auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden halten, wie sich mein Zyklus so entwickelt, wie es die nächsten Zyklen aussieht und wie es mir geht körperlich. Und jetzt werde ich mal hier reinzwischen, in den Aldi noch ein paar Sachen kaufen. Wir haben es jetzt übrigens schon 19 Uhr. Deshalb werde ich an dieser Stelle den Vlog beenden. Das war jetzt halt mehr so ein Laber-Zyklus-Updates-Vlog, so wie es euch ja auch schon angedroht hatte. Aber ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video trotzdem was mitgeben, dass PCO nicht unbedingt eine endgültige Diagnose sein muss, dass es durchaus sich auch wieder ändern kann oder dass es vielleicht gar nicht so sein muss, dass man sich vielleicht manchmal auch noch eine Zweitmeinung einholen soll. Dass PCO einfach nicht unbedingt das Urteil ist, dass man keine Kinder bekommen kann. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Thema, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar habe ich unter meinem vorletzten Video einen Kommentar gehabt, wo es hieß, na, wenn du eh immer nicht zurückkommentierst oder likest, was soll ich denn hier kommentieren? Dazu wollte ich jetzt nochmal was sagen. Es tut mir wirklich megamäßig leid, dass das momentan ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ich lese wirklich jeden einzelnen Kommentar von euch und freue mich über jeden einzelnen Kommentar von euch. Aber es ist einfach so, der Vollzeitjob nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch derzeit, logischerweise. Maxi natürlich auch und dadurch komme ich da einfach nicht so gut zu. Ich gelobe aber Besserungen und verspreche euch, dass ich jetzt schneller kommentieren werde und wie gesagt, ich lese mir alles von euch durch, wirklich alles und ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar und ich finde das ja auch toll, wenn ihr kommentiert, weil ihr euch dann untereinander auch austauschen könnt unter meinen Videos. Darum geht es mir natürlich auch. Aber falls du das Video jetzt siehst, du, die den Kommentar geschrieben habt, ich meine es wirklich nicht böse und es wird sich auch wieder ändern. Ich muss mich jetzt einfach gerade ein bisschen eingrooven, weil ich immer noch mit dem Zeitmanagement so ein paar Probleme habe. Aber dennoch liebe ich es, wenn ihr kommentiert. Also hört bitte, bitte, bitte nicht damit auf. So, jetzt höre ich aber auf. Ich flitze jetzt in den Aldi. Ich wünsche euch noch eine ganz, ganz schöne Zeit. Gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr Lust auf mehr Zyklus-Updates habt und grundsätzlich euch das Video gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder. Fühlt euch abgeknutscht und bis bald. Ciao!